Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. In diesem Part werden wir uns den Alchemisten holen. Eigentlich wollte ich ja heute eine Baufolge rausbringen, wie ich quasi mein neues Haus baue, aber das ist doch zeitintensiver, als ich gedacht hatte und deswegen brauche ich für dieses Video noch ein bisschen länger Zeit. Auf jeden Fall haben wir fast die 1000 Abonnenten geknackt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne, ist natürlich absolut kostenlos, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Part. Ich habe ja offline schon mal ein bisschen an dem neuen Häuschen gearbeitet. Deswegen habe ich jetzt auch hier ganz viel Zeug, was ich gefarmt habe und schon mal hergestellt habe. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich das irgendwo unterbringe. Das wird aber sehr schwierig. Also ergo brauche ich wahrscheinlich eine neue Kiste. Schauen wir mal kurz. Oh, da fehlen natürlich wieder Nägel. Das war ja klar. Gucken wir mal. Aber ich habe ja hier noch ganz viele. Deswegen sollte das ja erstmal gar kein Problem sein. Dann bauen wir uns mal hier einfach... Oh, das wollte ich zweimal machen. Das geht aber nicht. Wo können wir die denn hinpacken? Ich stelle die jetzt einfach mal provisorisch dahin und packe da mal das ganze Baumaterial rein. Die Pilze sind kein Baumaterial. So, die Steine, Erde kann ich löschen. Die Wandfackel, das Bett und so weiter. Pfeile brauche ich natürlich. Dann habe ich den Wurzelstab dabei. Und ich glaube auch alles andere, was wichtig ist, damit wir uns auf den Weg zum Alchi machen können. Und es hatte jemand auch von euch geschrieben, dass ich hier im Tagebuch eben sehen kann, welche Quests ich schon gemacht habe und welche nicht. Ich hätte jetzt mal gesagt, dass vielleicht die mit diesem Fragezeichen hier wichtig sind. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Gucken wir mal, ob wir heute noch irgendwas anderes davon schaffen. Aber jetzt erstmal dem Alchemisten widmen. Da kann das noch rein und der Garn kann hier noch rein. So, wir haben zwar gerade repariert, aber nur noch mal zur Vorsicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wie kommen wir denn jetzt am besten zum Alchemisten? Können wir da irgendwie von der Hochweidenmatte rüberfliegen oder müssen wir hinlaufen? Oh, hier ist auch ein Elixierbrunnen. Den habe ich ja noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wir reisen mal zur Hochweidenmatte und gucken, wie weit wir rüberfliegen können. Übrigens habe ich ja die Bäuerin auch noch nicht platziert, weil ich ja eigentlich das platzieren wollte, wenn ich das neue Haus gebaut habe. Aber die platzieren wir dann heute auch einfach schon mal und den Alchi auch und dann sind die wenigstens schon mal alle da. Die haben ja bestimmt auch noch tausende Quests für uns und wenn ich die nicht platziere, dann werde ich das wohl nie rausfinden. Juti, wir müssen einmal so in diese Richtung düsen. Ungefähr hier so lang, hätte ich jetzt gesagt. Vorsicht, nicht runterfallen. Ah ja, dann wird es wohl das schwarze Ding da hinten sein. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie hin und ich lande nicht im Miasma. Das, was hier jetzt ist auf der linken Seite, diese Felder und Häuser, die gucken wir uns dann auch auf jeden Fall noch an. Ich weiß nur nicht, ob wir es jetzt in diesem Part noch schaffen. Denn das Ziel ist eigentlich schon, einfach jetzt mal den Alchi zu holen. Aber wir werden es uns auf jeden Fall irgendwann anschauen. So ist es ja nicht. So. Können ja mal schon mal von oben gucken. Da wurde gerade schon wieder irgendwas gekillt. Da hinten ist eine Kirche. Oder sieht zumindest so aus wie eine. Wo geht es denn hier lang? Oh, da unten ist anscheinend auch irgendwas. Sieht aus wie so ein zerstörtes Gebäude. Gucken wir mal, ob wir jetzt da irgendwie rüberkommen. Vielleicht, ohne dass wir da runter müssen. Weil ich würde es schon gerne quasi in einem Abwasch erkunden. Können wir uns da irgendwie hochbuggen? Jawohl, sehr schön. Genau, hier ist die Kirche, dann ist da noch so ein Haus. Das ist auf jeden Fall auch einiges, was man erkunden kann. Und dann geht es da hinten zum Alchi. Hier haben wir dann noch irgend so ein Gerüst.
Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir dann noch kurz die eine Miasma-Wurzel holen. Na, fliegst du? Na klar, fliegt sie gegen den Zaun, wohin auch sonst. Ach so, ja, was ich noch kurz schauen wollte. Wir haben zwei. Und wir haben gesagt, wir brauchen für den Doppelsprung 4. Genau. Wenn wir dann tatsächlich den Brunnen heute noch holen können, dann haben wir, glaube ich, auch 4, oder? Könnten also sofort den Doppelsprung freischalten. Ausgeruht bin ich auch. Essen muss ich dann noch. Wobei, eigentlich sollte da ja nichts drinnen sein, richtig? Oh, aber jetzt ist hier noch so ein Camp davor. Das heißt, wir werden auf jeden Fall was essen und was trinken. Ich muss dann auch unbedingt noch gucken, welches das richtige Futter, wollte ich schon sagen, für mich ist. Damit ich auch halt das Richtige esse für das, was ich eben geskillt habe. So. Ach genau, da war irgendwas mit Kuh. Ah, mit Kuh? Warte mal, ich gehe noch mal kurz weg, weil irgendwie konnte ich doch... Irgendwer hat gesagt, ich soll meinen Bogen auf Kuh legen. Aber der ist schon auf Kuh. Okay. Ist quasi dann einfach nur die Schnelltaste, falls ich was anderes in der Hand habe, oder? Nee. Oh no. Das war jetzt natürlich wieder nicht geplant. Wird mal wieder einfach überfallen. Ja gut, wenn ich Q drücke, passiert nichts. Kann man das irgendwie vielleicht noch anders ausrüsten? Ich weiß es nicht, wie ich es ausrüsten kann. Hier steht jetzt das Q nämlich nicht mehr. Q, Fernkampfwaffe bereit machen. So, und wo ist jetzt dieser Hayopai hin, der da war? Hier. Ja, okay. Das ging leicht. Ist hier irgendwas? Looten wir den erstmal. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Hier kann ich was plündern. Und irgendjemand hatte auch noch geschrieben, ich kann mit diesem kleinen Zauberstab quasi auch gut zu Kisten und sowas kaputt machen. Den habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Aber das macht ja nichts. Kann ich jetzt hier... Ach, irgendwas looten. Was ist das, Mann? Jetzt habe ich... Aha, jetzt hatte ich gerade Schlamm an den Füßen. Das ist ja auch witzig. Gut, weiter in den Text. So, was ist hier? Hier ist auch nochmal so einer. Oh nein, ich möchte doch nicht hier. Oh, shit. So, du bist auch erledigt. Welche Pfeile hatte ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht genau. Macht aber nichts. Schauen wir mal dahinter. Hier ist ja auch noch ganz viel Gedöns. Hier ist jetzt nichts. Hier sind, glaube ich, nur solche von denen, oder? Ah, nee. Sind es nicht. Aua, hörst du auf? So, da hinten ist der Bogenschütze. Aha, der sich wieder verzwiebelt. Kommst du raus? Wo bist du denn jetzt? Da hinten ist noch ein Köter. Ach, da ist wieder so einer. Wo ist denn der Bogenschütze da? Ah ne, das ist gar kein Bogenschütze. Was? Himbeda? Himbeda? Himbeda. Hier können wir reparieren, das ist cool. Da ist das Hündchen. Gut. Hier ist eine Kiste. Die beinhaltet einen Zauberstab, nehmen wir. Exti. Wisst ihr was, wir hauen jetzt alles hier kurz und klein. Stuhl geht irgendwie nicht. Mann, ich muss da immer den richtigen Winkel finden. So, genau, guck.
Und jetzt kann ich nämlich hier auch die Bücher plündern. Das ist nämlich auch, weil jemand geschrieben hatte, ich soll die doch aufheben. Aber wenn ich das hier kaputt mache und sie am Boden liegen, dann kann ich sie genauso plündern. Und das finde ich irgendwie einfacher, wie die immer alle so extra mit dem E aufzuheben. Ja, genau. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Metallschrot. Kann man das auch kaputt machen? Schau mal, jetzt haut sie von hinten an das Ding. Ah, witzig. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Tut mir leid. Den können wir auch noch looten. Und hier ist auch noch mal eine Truhe. Gehst du mal weg, du Skelett. Mit Schwarzpulverkugeln und einem Mana-Trank. Metallschrot. Hier, was haben wir da? Oh. Zischt nix. Sehr schön. Dann brauche ich hier mal die Spitze da. Das können wir auch kaputt machen. Genau. Da war jetzt nichts drin. Hier können wir noch hoch. Krypta der Erbauer Alchemist. Wir sind also da. Aber hier geht es ja noch weiter. Gucken, ob hier noch irgendwas Feines ist. Aber sieht irgendwie nicht so aus. Na gut, dann düsen wir wieder runter. Kann ich nochmal essen oder trinken? Ich habe ja hier auch noch die Pilze. Super. Ach, dieser Matsch da. Hier ist wieder dieses Speicherding, beziehungsweise wieder Aufstehteil. Hm. Ah. Halt. Hahaha. Damit hast du wohl nicht gerechnet, du Lappen. Und da hinten. Oh nein, den wollte ich gar nicht anschießen. Ich wollte dahin schießen. Den kaputt machen. Und jetzt kümmern wir uns um den da. So. Supi. Haben wir das auch erledigt. Hier könnte man sich hochziehen. Kommt man da irgendwie rauf? Ja, wahrscheinlich dann da hinten, ne? Hier ist was zum Lesen und was zum Kaputtmachen. Ich hoffe ja, dass wenn wir jetzt den Alchi holen, ich das ein bisschen schneller alles finde. Nicht so wie bei der Bäuerin jetzt. Unsere Beute ist verstaut. Versaut. Die Beute war zu gut, um sie mit dem Rest dieser Halsabschneider zu teilen. Also verstecke ich die besten Teile am letzten Ort, an dem jemand suchen würde. Du kennst die Höhle gut genug. Was man uns wohl damit sagen möchte. Das werde ich bestimmt irgendwann rausfinden. Da sieht es gefährlich aus. Da möchte ich eigentlich nicht reindüsen. Hier kann ich noch was looten. Aber das ist ja bestimmt wieder irgendein Hinweis auf irgendwas. Ist nur die Frage, auf was. Dann gehen wir mal in der Mitte hier rauf. Oh, wobei... den hier noch kurz mitnehmen. Oh, wo kommt er denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Wo hast du Papa Schlumpf gelassen, hm? Tut mir leid, Leute, ich habe immer so random irgendwelche Ohrwürmer. Oder irgendwelche Wörter, die mich triggern, um Ohrwürmer zu kriegen. Ach, da hätte ich auch hoch können. Na, wurscht die. So, dann springen wir mal dort hinter. Oh, hier haben wir auch einiges zum Kaputtmachen. Erstmal die Kiste. Explosive Schwarzpulverkugel. So, ich mache jetzt erstmal hier alles kaputt, bevor ich dann plötzlich wieder irgendein Zischen höre. Wenn ich das durchsuche, dann hier einmal. Da einmal. So. Kann ich jetzt hier noch irgendwas aufheben? Nö. Dann hier. Kein Zischen. Super. Okay, haben wir jetzt alles? Nee, da hinten müssen wir noch hin. Ich wollte eigentlich fliegen, egal.
Ups. Ob da vielleicht noch irgendwer ist? Heilungsstrom. Coole Sache. Ich brauche das hier. Ja, das war so klar. Einfach ignorieren, bitte. Kann man das kaputt machen? Anscheinend nicht. So, und jetzt hier wieder. Alte Bücher, alte Bücher. Machen wir den auch kaputt. Plündern die Knochen. Gut. Was ist denn hier? Ach so, da hätte man einfach quasi von der Seite dann noch reingehen können. Klettern wir hier hoch und ich glaube, es sieht so aus, als würde es auch bald wieder dunkel werden. Ach, das schmeckt mir gar nicht. Oh no, ich brauche die Axt. Und hier brauche ich jetzt wieder die da. Da war aber nichts. Dann schauen wir hier rein. Feuerball. Auch nice. Ich glaube, ich kann das hier auch kaputt machen, oder? Ja, bringt mir das irgendwas? Anscheinend nicht. Ja, es wird tatsächlich jetzt wieder dunkel. Ich glaube, dass ich mich dann erstmal hier schlafen legen werde, wenn es dann soweit ist. Und dann bei Tageslicht reindüsen. Dann warten wir jetzt kurz, bis es dunkel wird. Und dann gehen wir schlafen. So, und da hat der Hahn gekräht. Das heißt, wir können langsam aufstehen. Ich finde es immer so geil, wie die Sonne hier aufgeht. Dieses extreme Rot bzw. Orange. Das sieht richtig geil aus. Und dann auch hier so mit dem Nebel oder was das ist von dem Lava hier. Oder Magma. Irgendwas davon. Sieht richtig, richtig gut aus. Sowas wäre auch cool, wenn man benutzen könnte. Oder wenn es irgendwie auch mal sowas wie eine Purge oder so gäbe, würde ich dann irgend solche Typis random angreifen. Aber erstmal kurz frühstücken. So. Und noch ein Pilzi. Geht nicht. Okay. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Es geht nach links und nach rechts. Ich sage, wir gehen nach links. Gucken wir uns erstmal hier um, nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe. Hier ist eine Geheimtür. Mit einer Kiste. Und einer Schwarzpulverkugel. Na klar. Ja gut, eigentlich waren hier ja nie Gegner drin, ne? Das heißt, ich brauche ja eigentlich keine Waffe. Machen wir hier wieder zu. Ordnung muss sein. Okay. Oh, gerade habe ich gesagt, eigentlich waren hier ja nie Gegner drinnen, gell? Und dann kommen hier Tausende auf einmal. Zupft's euch. Okay, der liegt schon. Okay, okay. Ach, die Dinger konnte man ja auch klein machen. Machen wir das schnell. Nehmen den Metallschrott einmal mit. Okay, dann rüsten wir uns wohl doch mit einer Waffe aus. Und irgendwas? Ich glaube, ich kann trinken. Ja, genau. Was ist hier so? Nix. Achso, ich wollte die Waffe. Aber ich brauche jetzt das. Hier ist nix. Okay. Na Quatsch, nehmen wir das. Und das können wir dann auch machen. Okay. Ja, was geht denn jetzt hier so? Da ist auf jeden Fall noch einer. Aber den können wir mit dem Bogen platt machen. Tschö. Na gut, dann schauen wir doch erstmal, was du uns so gibst. Hier ist auch was zum Plündern. Okay, kein Zischen. Kann ich eigentlich mit einem Pfeil? Ah, ha, cool. Coolo Bambulo. Ist da irgendwas dahinter? Nee, ich glaube nicht.
Irgendeine Geheimtür hier? Nein, okay. Und wenn wir hier... Ah genau, sind wir wieder am Anfang. Also es ist wurscht, ob man links oder rechts geht. Schauen wir weiter. Hier haben wir auf jeden Fall noch einmal Metallschrott. Oder auch nicht. Okay, da hinten haben wir auch. Jetzt geht es einmal hier runter und einmal hier hoch. Ich würde ja sagen, wir gehen zuerst nach unten. Gucken, dass ich nichts übersehe. Hier ist eine Kiste. Dann machen wir hier auf. Ja, natürlich. Immer diese blöden Kack-Bombendinger da. Hier ist nichts. Hier sind diese Stacheln, die aber gerade nicht da sind. Die kommen wahrscheinlich jetzt gleich, wenn ich die Truhe hier gelootet habe. Oh, ein kunstvoller Holzbogen. Sieht auch gut aus. Wo ist er? Da. Aber der hat halt nur 7 Kraft, ne? Ich habe ja gesagt, eigentlich müsste ich zum Alchemisten als erstes gehen. Ich habe es halt jetzt irgendwie falsch rum gemacht. So, und dann können wir ja jetzt hier einfach so durchlaufen. Ja, nice. Okay, dann waren wir jetzt quasi unten und düsen jetzt hier oben weiter. Links oder rechts? Dann gehen wir diesmal rechts. Da oben ist ein Haken, ich sehe ihn ganz genau. Den kann ich mir ja schon mal merken. Oder soll ich gleich rauf? Gehen wir gleich rauf. Und einmal die Fackel, please. Gibt es hier irgendwas, was man anschießen könnte? Nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Und weiter nach oben geht es auch nicht. Ah ja, hier ist also eine Kiste wieder. Meist auf der Streitkolben. Schmeißen wir die Fackel mal kurz auf den Boden und machen die Dinger hier kaputt. Alles looten, alles looten. Ja, muss näher dran. Ich bin auch so gespannt, wann das Update von Enshrouded kommt, weil es hieß ja, es kommt noch im März und wir haben ja jetzt eigentlich nur noch 1,5 Wochen Zeit quasi dafür. Nehmen wir die. Oh, jetzt ist mein Rucksack voll und ich kann die Fackel nicht nehmen. Erdwegblock. Den lösche ich jetzt mal, den Stein auch. Und Erde kann ich auch löschen, davon kriegt man ja auch sowieso immer irgendwie genug. Der meisterhafte Streitkolben, ja, das ist halt genau so ein Schmarrer wie der hier. Den zerlege ich mal gleich. Und den hier behalte ich jetzt auch nochmal. Jetzt nimm dir die. Aber jetzt stimmt das Inventar nicht. Die Fackel muss nämlich dorthin. So, gut. Dann waren wir jetzt hier oben und düsen jetzt wieder hier runter. Ich kann jetzt hier nichts erkennen. Wo sind wir hier? Ach, wir sind schon da, oder was? Dann war das jetzt nicht so rätselbehaftet, wie ich dachte. Jetzt gucken wir aber, bevor wir ihn holen, noch kurz hier rein. Ob da auch nochmal ein Haken oben ist. Ich sehe jetzt keinen. Ich glaube dann... Hä, da hat doch gerade einer geschrien. Wo denn? Bin ich jetzt deppert schon wieder? Geht's doch noch weiter nach oben und ich raff's einfach wieder nicht? Ah, nee, ich glaube, der ist quasi in dem Raum, wo der Alchi drin ist. Ja gut. Dann düsen wir mal dorthin. Und werden ihn vernichten. Da steht er. Hahaha. Ach, eine provisorische Sense. Ist hier noch wer? Ja, da hinten. Quatsch. Bitte einmal. Hä,
Hä, wieso treffe ich den jetzt nicht? Ach, jetzt halt. Schießen wir mal auf seinen Schädel. Hat nicht geklappt. Na komm schon, der letzte. Gut, danke. Hier geht's dann noch hoch. Schauen wir da auch gleich hin. Hier kann man aufmachen. Was geht hier so? Jetzt sagt er wieder Standort unten. Naja, glaube ich eher weniger. Also hier ist, glaube ich, jetzt nichts, oder? Zumindest sehe ich nichts. Geh mal wieder rein. Hier ist auch nichts. Was geht da hinten? Aber wir können doch hier kurz die Knochen mitnehmen, oder? Schadet doch bestimmt nicht, wenn man die mitsammelt. Okay, dann wieder runter. Ah, halt, der hat Pfeile. Die sammeln wir natürlich. Reparieren schnell. Machen den hier oben aber auch K.O. Beziehungsweise, ja, K.O. sind sie ja schon. Ihr wisst ja, was ich meine. Und dann haben wir hier den guten Alchemisten. Balthasar, der Alchemist. Ist dann Balthasar auch derjenige, der immer diese ganzen Briefe und so schreibt? Neuer Ort markiert, neue Rezepte freigeschaltet. Schauen wir mal einmal hier hin. Also, wir haben jetzt hier Salzminenstandort, alte Wunden heilen, eine Geschichte des Feuers und Plünderer-Versteck. Gut, und hier ist der Elixierbrunnen. Ich glaube, den werde ich aber heute nicht schaffen. Dann werden wir den in der nächsten Folge machen, also morgen. Und diese vier vielleicht auch einfach mal, damit wir eben hier die ganzen Quests aus dem Startergebiet auch mal fertig haben. Hier sind nur Fragezeichen. Hier ist auch irgendwie noch was, da müssen wir auch noch mal hin. Hier auch und genau. Ja, dann würde ich sagen, in der Folge von morgen gehen wir halt dann einfach erkunden. Jetzt reisen wir aber nochmal nach Hause, damit wir die zwei auch platzieren können. Aber erstmal können wir mit der Flamme sprechen. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heiltinkturen als sehr hilfreich erweisen. Gut zu wissen. Habe ich glaube ich nicht den Beschwörungsstab. Hier, den brauchen wir und tauschen mal mit der Fackel dabei. Guti. Geh mal dorthin. Ich brauche den Stab. Tab. Dann kann ich den Alchi auswählen. Den stellen wir hier hin. Und dann müssen wir auch noch die Bäuerin platzieren. Die stellen wir dahin. Ja, cool, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ja schon 4 von 5 geholt. Die haben jetzt alle noch eine Quest für uns. Jetzt weiß ich auch nicht, ob wir die dann noch annehmen sollen. Ja. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstungen für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düsterdickicht verloren. In der Nähe von Westgott, als ich rastete. Warte nicht länger, ich halte dir den Rücken frei. Schützenkapuze plus 9 mehr unter Jägerin. Da müssen wir dann auch nochmal alles angucken. Wobei, können wir eigentlich auch gleich noch tun. Also Pfeile habe ich ja nach wie vor die beiden. Trockengestell kenne ich, Tierfell weiß ich. Die Fackeln auch. Was ist jetzt dazu gekommen? Schützenset mit der Kapuze und so weiter. Gibt Ausdauerpunkte. Chance auf Crit. Skillshot. Was steht hier? Skillshot-Schaden, was ist denn das? Und wir haben das Waldläufer-Set neu. Ja, da muss ich dann sowieso auch wirklich nochmal durchgucken, welches für mich dann am besten geeignet ist. Ob ich dann beim Bogenschütze bleibe oder ob ich auf euer Raten hin dann vielleicht doch lieber den Magier mache. I don't know.
Was sagt die Bäuerin uns denn? Du tust es, Flammenblut, du heilst die Hochweiden. Aber unsere Welt ist riesig, glaub mir. Ich habe sie schon oft bereist. Richte dein Augenmerk auf die Warte im Düsterdickicht. Das wird unsere Welt weiter öffnen. Wir sind alle bei dir. So, was kann denn die Gute? Die kann Popcorn. Ein Saatbeet, dafür brauchen wir Farmboden. Und wir können aber Farmboden auch herstellen mit Erde und Knochenmehl. Interessant, interessant. Und dann haben wir den Alti, ah ne, das war der Kohleofen. Ein weiteres Paar Hände wäre nützlich, wenn wir jemals planen, die Basis zu erweitern. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Erbauer befindet. Warum siehst du dich nicht um? Wir sind Staubkörnchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Okay. Also, wir können bei ihm einen Heiltrank machen und auch dieses Miasma-Überlebensfläschchen. Dann Munition für den Magierstab. Feuerball und Eisbolzen. Dafür brauchen wir Teer, Knochenmehl, Harz und bei dem anderen Miasmaflüssigkeit. Ein Schleifstein können wir machen, Insektenstaub, Leuchtstaub, eine Miasmaseele und Geister-Magierstab. Ah ja, den können wir so machen. Dann hat er auch Rüstung. Das ist natürlich dann wahrscheinlich eher für die, die eben auf Magier gehen oder Zauberer. Und wir können bei ihm Bücher herstellen. Aber ich denke, das ist dann nur Deko wahrscheinlich. Ja, schön. Dann haben wir ja jetzt schon 4 Leutchens. Fehlt uns also noch genau einer. Und wir haben hier auch wieder Quests dazu bekommen. Das sind ja, glaube ich, die Hauptquesten und dann das hier die Nebenquesten. Ja, genau. Wie ich aber schon gesagt habe, würde ich dann gerne im Part von morgen die Sachen einfach hier mal durchgehen und erkunden, damit es einfach alles eben freigeschaltet ist und ich nichts vergesse oder so. Auch die Sachen, die man vielleicht noch finden kann zum Lesen und einfach so ein bisschen auf Erkundungstour gehen, inklusive dem Elixierbrunnen. Das machen wir dann alles im Part von morgen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder mal richtig Spaß gemacht. Denkt dran, Leute, abonniert, damit wir bald die 1K knacken. Ich freue mich so riesig drauf. Ich muss dann auf jeden Fall noch was Schönes für euch vorbereiten. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann joint natürlich auch gern unserem Discord-Server. Alle Infos findet ihr in meiner Infobox. Also habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, also morgen. Tschüss.